Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es ist Montag, das heißt eine neue Höffi-Show geht an den Start und heute haben wir für Sie wirklich ein ganz hochwertiges Produkt und zwar eine Pfannenserie, die heißt Titanium und ist von Meisterkoch. Die werden wir heute auch benutzen und schöne Sachen kochen und deswegen habe ich mir einen professionellen Koch an die Seite geholt und das ist der Heiko. Hallo Heiko, hallo. Schön, dass du da bist. Vier unterschiedliche haben wir da zu einem absoluten Hammerpreis für die eine Woche. Die kleine Pfanne kostet 59 Euro. Dann haben wir die etwas größere Pfanne. 69 Euro. Mhm. Und die beiden tiefen Pfannen. 79 Euro. Sie sind alle per Hand gegossen. Und das heißt, von der Qualität sind die top, oder? Ja. Die heißen nicht nur Titanium, die sind auch Titanium beschichtet. Mhm. Das ist das Besondere an der Pfanne. Im Grunde genommen sind die unzerstörbar. Titanium ist sehr langlebig, sehr robust, ja, im Ofen beständig. Die kannst du ausglühen lassen, wie auch immer, auf jeden Herd, Gas, Induktion. Weil es gibt ja bestimmte Pfannen, die kannst du gar nicht auf jeden Herd nutzen, ne? Genau. Diese Pfannen aber ja, egal was sie für einen Herd zu Hause haben. Und du hast gerade gesagt, die sind sehr hochwertig, sehr beständig. Deswegen gibt es auch auf diesem Pfannenkörper 25 Jahre Garantie. Das ist ein halbes Leben. Und auf die Beschichtung 3 Jahre Garantie. Wir können den Griff abmachen und das geht wirklich kinderleicht. Wir drücken hier drauf, ziehen das nach oben und schon habe ich ihn in der Hand. Was bringt mir das für Vorteile? Man kann die Pfanne komplett in den Ofen schieben, überbacken es, gratinieren, warm halten, wie auch immer, ohne den Griff. Oder wenn man was gebraten, gekocht hat, kann man natürlich den Griff abmachen und dann passt die Pfanne wunderbar in den Kühlschrank rein. Was kann man denn alles in diesen hohen Pfannen machen? Wozu sind die geeignet? Hier kannst du dir einen schönen Gulasch mitmachen. Mhm. Du kannst die so ja nehmen zum Frittieren. So, du brauchst ein bisschen Öl erstmal. Das reicht schon. Oh, das reicht schon für den ganzen Lack? Okay, super. Dann machen wir uns hier den Stroganoff. Mhm. Jetzt. Okay. Auch nicht mehr. Und es ist wichtig, dass der Fisch auch reinkommt, wenn die Pfanne richtig heiß ist. Was passiert, wenn die Pfanne kalt ist? Denn verkocht der Fisch ja nur. Aha, okay. Wir wollen ja, dass der Fisch gebraten wird. Mhm. Und guck mal, es ist unfassbar. Es klebt nicht, es backt nicht. Und jetzt fangen wir weiter an mit dem Stroganoff. Okay. So, wir haben auch noch irgendwo so einen zweiten Heber. Hier ist er. Und ich genau. Sehr gut. Schnurze das hier so ein bisschen. Wird der Karp angebraten. Mhm. Der sieht schon richtig gut aus. Der hat so eine ganz tolle goldbraune Gelbe Farbe. Nichts hängt an. Und das Schöne ist auch, die Filets bleiben dadurch erhalten. Und du hast nicht solche Fischstückchen überall. Das ja. Sieht auch nicht so schön aus. Denk noch mal dran, das war ein Tropfen Olivenöl. Das ist und echt nichts wenig. Passiert. Also unfassbar. So, und das brutzelt hier. Unser Lachs ist ja eigentlich von beiden Seiten schon angebraten. Der hat jetzt ein bisschen geruht, der ist auch heiß. Den müssen wir jetzt noch in den Ofen stellen, Moment. Hier unten rein, mit einer Hand den Griff lösen und schon ist die Pfanne drin. Bei dem Stroganoff, den löschen wir jetzt ein bisschen ab. Mmh. Mit Rotwein. Mhm. Ein bisschen Gemüse müssen wir auch noch machen gleich. Da nehmen wir ruhig mal ein Stückchen Butter für den Geschmack. Ja, wenn du jetzt sagst, du hast unterschiedliche Gerichte und alles soll auf bestimmte Zeit irgendwie fertig sein, lässt sich mit diesen Pfannen auch besser planen? Definitiv. Zumal ich sie auch schön warm halten kann, schön gratinieren kann, kann mehrere Gerichte gleichzeitig machen. Mhm. Top Sache. Wie lange kann man wirklich effektiv, wenn man regelmäßig kocht, arbeiten? Eigentlich kannst du damit ein Leben lang arbeiten. Okay. Wenn du die ein bisschen pflegst, die gehen nie wieder kaputt. Sehr gute Investition, also schön. So, die Pfanne ist heiß. Unser Gemüse, wir fangen mit den Möhrchen an. Die brauchen ein bisschen länger, ein paar Sekündchen. Mhm. So, hier sind Tomaten. Dann haben wir Aubergine und hier noch ein bisschen Zucchini. Und das brutzelt jetzt alles vor sich hin. Gut, wir fassen einfach nochmal alles zusammen. Sie haben hier das Pfannenset Titanium von Meisterkoch. Wir haben wirklich Top-Preise für die eine Woche und zwar 59 Euro. Die andere Pfanne für 69 Euro ist gerade im Herd drin und die beiden höheren Pfannen kosten 79 Euro. Sie können ganz easy bei jeglichen Pfannen die Griffe abmachen. Heiko zeigt uns das mit einer Hand. Das geht ganz einfach. Warum? Weil Sie die Pfanne dann einfach in den Herd stellen können und können Croutons machen oder Risotto oder es kommt einfach in den Kühlschrank. Sie sind sehr, sehr gut beschichtet, sehr beständig, kratzfest, halten wirklich, wie Heiko gesagt hat, ein Leben lang. Ein tolles Produkt. Ich hoffe, Ihnen hat die Sendung heute gefallen und wenn Sie nachkochen wollen, wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß dabei. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn Sie in der nächsten Woche wieder einschalten. Wir haben tolle Produkte zu fantastischen Preisen und ich freue mich jetzt auf ein leckeres Essen, gekocht von Heiko.
Bis bald, macht es gut. Tschüss. Tschüss. Das riecht echt lecker mit dem Rotwein, ne?